Heute erfährst du die Top-Learnings im Bereich Struktur in deinem Unternehmen, wenn es darum geht, ja, wie du ein Unternehmen einfach aufbaust, aus der Zusammenarbeit mit über 600 Partnern. Viel Spaß dabei und bis gleich. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir wollen heute über das Thema Strukturen sprechen. Das ist das vorerst letzte Video in der Videoreihe Zusammenarbeit bzw. Learnings aus der Zusammenarbeit mit über 600 Partnern. Und wir wollen heute über das Thema Strukturen sprechen. Strukturen jetzt ganz generell gesprochen in deinem Unternehmen. Das heißt, was solltest du wie machen? Was hat sich einfach empfohlen? Was hat unsere erfolgreichsten Partner dort eben ausgemacht? Und die erste Sache ist so simpel wie effektiv. Also wirklich extrem effektiv ist das Thema Anzahlung. Es ist eigentlich in Anführungsstrichen traurig bzw. einfach verwunderlich, dass man darüber sprechen muss. Aber viele kriegen es nicht hin, was ja meistens irgendwo im Vertrieb irgendwie die Ursache liegt. Aber viele kriegen es nicht hin, eine vernünftige Anzahlung zu nehmen. Und das bekommt man jetzt, spätestens jetzt mit Ende 2022, wo halt die wirtschaftliche Lage einfach ein bisschen schlechter aussieht, dass Leute halt wirklich Zahlungsschwierigkeiten haben, Liquiditätsengpässe. Und das liegt vor allem daran, dass du halt logischerweise, du kennst es ja, Monteure vorfinanzieren musst, du musst Ware vorfinanzieren. Und eigentlich ist es so, jeder Partner, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, der erfolgreich ist, der schafft es, entweder den kompletten Kostenapparat oder einen Teil dieses Kostenapparates logischerweise an den Kunden auszulagern. Das ist ja auch irgendwo das Normalste der Welt. Ich meine, du trittst für den Kunden in Vorleistung. Am Ende des Tages willst du natürlich dein Geld damit verdienen. Aber es muss in irgendeiner Form eine Anzahlung geben. Du kannst es natürlich auch so verpacken, dass du es denn für den Kunden unterm Strich attraktiver machst. Das heißt, je höher die Anzahlung, desto geringer ist der Gesamtpreis. Da gibt es ja Modelle. Aber in erster Linie, wenn du das aktuell das Problem hast, dass du es nicht schaffst, eine vernünftige Anzahlung beim Kunden durchzudrücken, und da meinen wir mal mindestens 30, 40, 50%, dann guck, dass du dich hier auf jeden Fall mindestens auf diesem YouTube-Kanal im Thema Vertrieb weiterbildest, damit du dieses Thema in den Griff bekommst. Weil man kann sich natürlich kurzfristig über Wasser halten, aber wenn die Aufträge größer werden mit einer längeren Projektierungszeit, dann hast du ohne eine Anzahlung immer mehr Schwierigkeiten. Und das ist blöd, weil du kannst in der Zeit auch keine anderen Aufträge meistens annehmen und somit bist du in so einem dauerhaften Hamsterrad und das ist dann einfach nicht sinnvoll. Also versuch das Thema auf jeden Fall anzugehen. Manchmal muss man es auch einfach nur machen. Also es ist gar kein vertriebliches Problem manchmal, sondern manchmal traut man sich das vielleicht auch nicht. Und dann muss man einfach mal den Schritt gehen und sagen, okay, ich mache das jetzt beim nächsten Kunden und dann schaut man, was passiert. Genau. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt, wenn man über Strukturen im Unternehmen spricht, sind natürlich das Thema Checklisten, allgemein Standards setzen, Skripte schaffen, sodass man dem Unternehmen nichts dem Zufall überlässt. Ja? Dass jeder Prozess im Unternehmen irgendwo niedergeschrieben ist, dass jeder Mitarbeiter weiß, was zu tun ist und falls dieser eine Mitarbeiter ausfällt, dass sein Ersatzmann auch weiß, was zu tun ist oder sich relativ schnell einlesen kann. Und dafür sind halt sowas wie Checklisten oder Skripte essentiell, also einfach wichtig für den Tagesablauf. Jeder weiß, was zu tun ist und Fehler können vermieden werden. Und wenn mal Fehler passieren, darauf komme ich gleich nochmal zum Schluss, dass man diese Fehler behebt und die Checkliste immer auf dem aktuellsten Stand ist. Dadurch können sich für dein Unternehmen, also für den Mitarbeiter an sich, ist es ja meistens nur ein kleiner Fehler, dem ist das nicht bewusst. Aber dadurch kann viel Geld gespart werden oder Zeit, was letztendlich auch am Ende eh wieder Geld ist. Und du wirst langfristig immer durch solche Standards dein Unternehmen viel, viel effektiver gestalten. Ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Vielleicht nochmal so eine kleine Stütze zum Thema Checklisten. Wir haben das hier bei uns so implementiert. Eine Checkliste ist im Grunde genommen einfach nur eine Ansammlung an Fehlern, die in der Vergangenheit passiert sind. Kannst du dir ein bisschen vorstellen wie mit dem Flugzeug. Irgendjemand hat mal versucht, diesen Jet in die Luft zu bekommen, hat nicht funktioniert. Die Sache hat er nicht gemacht. Alles klar, dann wird es beim nächsten Mal gemacht. So, und genauso ist es mit jedem anderen Prozess letzten Endes auch. Das kann dir auf jeden Fall helfen, so eine Checkliste vielleicht mal initial zu erstellen. Die dritte Sache, über die ich mit dir sprechen möchte im Thema Strukturen, ist auf jeden Fall das Thema Tracking. So, und jetzt schrecken immer ganz, ganz viele davor zurück. Also ich habe wortwörtlich schon die Aussage von unseren Kunden bekommen, wir sind kein Unternehmen, was trackt, das ist nicht unsere Philosophie. Und vielleicht können wir mit dem Video den einen oder anderen dazu bewegen, es vielleicht doch mal in Erwägung zu ziehen, weil es ist einfach ein wichtiges Thema. Es ist leider auch ein bisschen in Verruf geraten, in Anführungsstrichen, weil viele damit immer so eine Art Arbeitskontrolle verbinden. Also das ist überhaupt nicht der Zweck des Ganzen. Wir wollen jetzt nicht jemanden dafür bestrafen, dass er irgendwie 20 Anrufversuche weniger gemacht hat als Mitarbeiter A oder so. Es geht einfach darum, mal irgendwie einen Überblick davon zu bekommen, was gerade überhaupt abgeht bei mir. Weil wenn du drei Vertriebler hast und am Ende des Tages hat jeder irgendwie so seine eigene Methode, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwo ein anderes Ergebnis haben. So, und das kriegst du natürlich nur mit, wenn du das auch mal festhältst. Also wenn du jetzt drei Vertriebler hast und der eine von denen macht 10 Termine am Tag, der andere macht 6 und der nochmal andere macht 2,
dann wäre es ja schön, wenn die Vertriebler B und C genauso arbeiten wie Vertriebler A. Weil da musst du nicht mehr Geld ausgeben, sondern du hast mit dem gleichen Geld, was du ausgibst, 30 Termine am Tag. So. Und das ist einfach essentiell wichtig, dass du dir mal einen Überblick verschaffst über deine Zahlen in deinem Unternehmen. Das muss noch nicht super tief ins Detail gehen, aber gerade beim Vertrieb, gerade natürlich auch beim ganzen Thema Finanzen, wobei das setze ich jetzt mal voraus, ist das einfach ein Thema, was wichtig ist, dass du deinen Überblick behältst und dir einfach auch eine gewisse Aussagekraft über deine Aussagen im Unternehmen tätigst, weil ich spreche auch ganz oft mit unseren Kunden, ich frage denen irgendwas zum Vertrieb und die sagen, ich kann es dir so genau gar nicht sagen. Und das sind keine schweren Fragen, die ich da stelle. Es geht zum Beispiel darum, ja okay, wie oft habt ihr den jetzt hier angerufen? Ja, den einen dreimal, den anderen fünfmal. Den davor habe ich 11-mal angerufen, weil ich gerade ein bisschen Zeit hatte. Also wie willst du dann ein vernünftiges Ergebnis erwarten, was sich irgendwie optimieren lässt? Fang an, die Zahlen mal aufzuschreiben. Am Anfang ganz rudimentär, von mir aus Anrufe erreicht, terminiert. So, und daraus wird sich dann schon ganz viel entwickeln für dich in der Zukunft. Ja, der letzte Punkt ist, glaube ich, alle drei Punkte nochmal zusammengefasst. Versuch dein Unternehmen zu digitalisieren. Ja, versuch diese ganzen Prozesse und diese ganzen Checklisten oder die ganzen Tracking-Maßnahmen irgendwie zu digitalisieren, dass du vielleicht nicht jeden oder jede Anfrage, die reinkommt, erstmal drucken musst, bis sie bei dem Kollegen landet. Ja, oder immer wieder jedes Angebot einzeln neu verändern musst und nochmal einzeln bearbeiten musst, sondern versuch die Prozesse zu digitalisieren und so, dass sich die Änderungen, zum Beispiel, wie vorher gesagt, bei einer Checkliste, dass du nicht nochmal bei jedem rumgehen musst und nochmal einzeln einen Punkt rausstreichen oder hinzufügen musst, sondern einmal in der Online-Checkliste wird sie geändert und dann ist es so, dann ist jeder up to date. Das Ganze kann halt so weit gehen bis zu E-Mail-Signaturen oder Standard-Angebotsvorlagen, Rechnungen. Also du kannst dein Unternehmen so weit digitalisieren, dass du am Ende die wichtige Zeit für das Verkaufen an sich hast, wo der menschliche Part noch am meisten gebraucht wird. Und wenn du so weit vorbereitet bist, ich glaube, das Schwierigste ist erstmal der erste Schritt. Ja. Weil wenn man erstmal da hingeht und wir reden immer von Digitalisierung, dann fällt es, glaube ich, vielen, vor allem jetzt älteren Unternehmern, dieser Schritt, oh, die Digitalisierung, da muss ich ja alles umschmeißen. Es ist nicht so, also zum Beispiel, wir bieten auch ein Werkzeug unseren Kunden, dass sie zur Verwaltung ihrer Leads zum Beispiel haben. Und es ist jetzt nicht schwer, damit umzugehen, aber es ist zumindest ein erster Schritt. Und du hast halt den massiven Mehrwert, dass er zum Beispiel solche Sachen wie das Tracking automatisch im Hintergrund einfügt. Ja. Und das ist so der größte Vorteil der Digitalisierung, der erleichtert dir einfach Arbeitsprozesse und du kannst deine Zeit für wichtigere Dinge investieren. Ja, definitiv. Also ist natürlich immer so ein bisschen auch ein Generationenkampf, den man damit lostritt. Aber wir möchten dir einfach mitteilen, dass das auch unter anderem ein Wettbewerbsvorteil ist. So, weil es ist ja völlig klar, so wenn ich mich jetzt bei zwei Unternehmen eintrage und ich erwarte einen Rückruf, weil ich mich für ein Terrassendach interessiere, so, dann werde ich irgendwo mich erstmal mit dem Unternehmen in Verbindung setzen, was mich zuerst anruft. So, und wenn das eine Unternehmen jetzt die Anfrage mich erstmal drucken muss, dann muss das irgendwie unterschrieben werden, dann wird das weitergegeben zum zweiten Sachbearbeiter, der kann dann irgendwann den Anruf tätigen. In der Zeit hat das erste Unternehmen, wenn es ein bisschen digital aufgestellt ist, den Anruf schon längst gemacht. Also du verlierst Zeit und das kann dazu führen, dass du Kunden verlierst. Es kann auch dazu führen, dass du Mitarbeiter verlierst. Ja. Es kann auch dazu führen, wenn du jetzt einen jungen Mitarbeiter suchst in irgendeinem Bereich, dass der keine Lust hat, bei dir zu arbeiten. Also ich persönlich hätte jetzt nicht unbedingt Lust, in einem Betrieb zu arbeiten, wo ich halt nur mit gedruckten Zetteln arbeite, die von A nach B geschoben werden. So, das heißt, das Ganze klingt zwar immer so ein bisschen wie Schall und Rauch, klingt immer so ein bisschen nach einer Floskel von jungen Leuten, aber es ist am Ende des Tages ein Wettbewerbsvorteil und wenn du den nicht nutzt, dann werden es wahrscheinlich andere tun. Deswegen schau da natürlich, dass du es, wie mein Kollege schon sagte, nicht übertreibst. Also es ist ein ganz, ganz sensibles Thema, gerade wenn man 30 Jahre davor vielleicht anders gearbeitet hat. Wir gehen da sehr, 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 sehr ins Detail mit unseren Partnern, machen das wirklich Schritt für Schritt, sorgen, dass am Ende alles läuft, dass man ja nicht mit Informationen überrannt wird. Mhm. Aber man muss, wie mein Kollege auch schon sagte, den ersten Schritt einfach gehen. Gut. Dafür sind wir auch da. Dafür sind wir da, dabei helfen wir dir. Wenn du dich dazu bei uns melden möchtest, dann guck gerne mal auf der Homepage vorbei, trag dich ein für ein kostenfreies Erstgespräch. Ansonsten guck dir die folgenden Videos hier an, abonnier diesen Kanal, abonnier die Glocke, dann verpasst du nichts mehr und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.